Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitsche. In der Himmelsfeste? Boah, sieht lustig aus, was er da trägt, oder? Gut, Pepe hat eine neue Waffe gemacht für den Bullen, stimmt's? Ja, können wir uns mal angucken. Ein Beil. Ja. Ist einigermaßen schnell. Aber bei den Zweihändern habe ich festgestellt, macht es keinen Unterschied, ob Schwert oder Axt. Was die Schnelligkeit angeht. Ist beides das gleiche, der Schaden. Und die Schaden pro Sekunde sind identisch. Gut, also hat Block. Aber ja, macht Kälteschaden. Ist ja nicht schlecht, wenn die Gegner verlangsamt werden. Konstitution ist es eigentlich Zugabe. Er ist sowieso mit dem Leben auf Anschlag. Mhm. Aber es gibt eben noch ein bisschen Nahbereichsschutz. Kritische Trefferchance ist ganz gut. Straucheln bei Treffer ist natürlich auch gut. Wenn die Gegner kurz betäubt sind, dann können sie schlecht zurückschlagen. Trennung bei Treffer ist auch gut, wenn man ihre Rüstung langsam auflöst. Aber das Wichtigste war eben Fünf Block. Bei erzielten Treffer, er hat noch 3 in der Rüstung, das müsste dann eigentlich reichen. Naja. Weil wir haben ja letztes Mal festgestellt, er braucht viel zu lang, um vernünftigen Block aufzubauen und der ist dann im Nu wieder weg. Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Rein. Wir hatten ja einen offenen Auftrag, der inzwischen fertig sein müsste. Und wir wollten mal die weitermachen, denn wir wollten nochmal mit den Leuten sprechen, bevor wir im Hauptquiz weitermachen. Jo. Weil es gibt jetzt nur noch eine Hauptquiz. Das andere haben wir schon gemacht. Hier, was war denn das nochmal? Ja, schon bei der Herdebürde mit dem Bären. Mit dem Bären. Ach so, und Samson, es gibt ja ein... Ach ja, stimmt, wir müssen ja ein Urteil fällen über Samson auch. Ah ja, ich glaube, sie muss nicht wieder weg. Da. Nein, das glaube ich auch nicht. Gut, damit ist Dorbacher. Also die Fische, die schwimmen ja gerade zu ins Maul. Das finden wir sehr gut. Ja. Ja, das ist die Sache hier. So. Gut. Köln. Mach weiter. Ja, natürlich. Komm Inquisitor. Rum. Kannst du ruhig 9 Minuten. Aber braucht er nicht lang. Okay. Gut, dann wollten wir noch mal mit den Leuten reden. Mehr war er jetzt nicht. Nee. Pepe hat vor allen Dingen auch abgelegt. Ja. Wir hatten ja doch einiges an Trödel eingesammelt. Aber wie zu erwarten war da nichts. Ja. Weiter dabei. Halt, Josie. Er kommt rasch, dieser Augenblick, über den man noch in Jahrhunderten reden wird. Der Tag, an dem sich der Herold Andrastes einem Geschöpf der dunklen Brut stellte, das sich selbst für einen Gott hielt. Falls ihr ihn besiegt, werdet ihr für die Leute mehr sein als eine gesegnete Frau. Ihr werdet zu einer Legende werden. Tja, das waren wir ja wohl nicht alleine, oder? Ja. Ohne die Unterstützung der Inquisition wäre ich niemals so weit gekommen. Es ist genau diese Bescheidenheit, die die Leute respektieren. Die Leute haben sich der Inquisition angeschlossen, weil sie hörten, ihr werdet gesegnet. Geblieben sind sie jedoch wegen der Art, wie ihr uns anführt. Ich wollte euch sagen, dass ich ebenso empfinde wie sie, Inquisitor. Und nun ja, ich schätze, das habe ich gerade getan. Ja. Das ist eine gute Freundin. Ja. Ihr wart immer für uns da, Josephine. Und für mich. Es bedeutet mir viel, dass ihr das sagt. Gebt auf euch Acht, my lady. Wenn ihr Korypheus gegenübertretet, möget ihr im Licht wandeln. Ja, wollen wir es hoffen. Gut, jetzt reden wir aber erstmal mit den anderen, bevor wir dann mit Morrigan sprechen und die Sache dann eben wirklich auch beenden. Gut, beziehungsweise wir haben ja dann noch diesen Urteil sowieso. Dann gehen wir unsere übliche Runde. Gehen wir erstmal zu Viv. Falls ihr Hilfe brauchen solltet. Och, danke, das schaffen wir. Das war heute ein recht bedeutsamer Tag, was, meine Liebe?
Wir sollten uns wohl Gedanken über die ausgesprochen wahrscheinliche Möglichkeit machen, dass Morrigan ihre neue Macht gegen uns einsetzt. Wir vertrauen ihr. Ja. Ich habe vollstes Vertrauen in Morrigan. Sie wird sich nicht gegen uns wenden. Selbst wenn sie sich wünscht, loyal zu sein, was wird die Macht der Quelle aus ihr machen? Sie ist an irgendeinen alten Dämon gebunden, meine Liebe. In den Aufzeichnungen des Zirkels gibt es nur wenige Informationen über Gestaltwandlung. Es gibt allerdings Hinweise auf Gegenzauber, die verhindern könnten, dass sich Magier verwandeln oder wieder ihre wahre Gestalt annehmen. Ich habe meine Leute auf diese Zauber angesetzt. Falls sie irgendwo dokumentiert sind, werde ich sie finden. Das Bild fügt sich langsam zusammen. Bald können wir Korypheus direkt angreifen. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Es wird mir eine Ehre sein, an eurer Seite zu kämpfen, wenn die Zeit reif ist. Gut zu wissen. Mhm. Damit ist sie mir nicht unbedingt sympathischer geworden. Naja. Aber, naja, so ist sie, so war sie immer. Naja, gut, okay. Und ich meine... Und wird sie auch bleiben. Sie sagen, sie vertrauen ihr, vielleicht hat sie recht. Ich meine, ich vertraue ihr auch, aber vielleicht hat sie auch recht, Vivian. Und man sollte ihr nicht vertrauen, ich habe keine Ahnung. Schreckensklauen. Das war das eine, was sie noch in der Tasche hatte, ist, ne? Ja. 1 von 90. Die Schreckensklauen, die bei der Schluss von uns hast du 0 von 90. Hallo, Dorian. Was bei dem Elfentempel geschehen ist, hat mich nachdenklich gemacht. Ich sollte wieder zurückgehen, nicht wahr? Nach Tevinter. Wenn das hier vorbei ist und wir noch am Leben sind. Ich rede ständig darüber, wie schrecklich falsch die Dinge in meiner Heimat laufen. Aber was unternehme ich dagegen? Nichts. Dann wird's langsam Zeit. Wie hängt das alles mit dem Elfentempel zusammen? Ihr seid Elfen aus der alten Zeit begegnet. Einem Stück Geschichte. Etwas, das das Reich nicht zerstört hat. Vielleicht kann mein Volk Buße tun für das, was es getan hat. Es existiert noch etwas, das wieder aufgebaut werden kann. Mag sein, dass nicht alle von uns das wollen, aber das lässt sich ändern. Wenn ihr Meinungen ändern könnt, kann ich das auch. Ihr könntet Großes bewirken, ja. Jemand mit eurem unfehlbaren Geschmack könnte Tevinter verändern. Ich hoffe, ihr habt recht, aber das ist ja meistens so. Es mag euch vielleicht überraschen, aber ihr müsst wissen, dass ihr diejenige seid, die mich dazu inspiriert hat. Ihr formt die Welt. Im Guten wie im Schlechten. Wie könnte ich da weniger anstreben? Um zu beweisen, dass Tevinter besser sein kann. Dass es sogar für meine Heimat noch Hoffnung gibt. Dafür würde ich alles tun. Na gut. Ja, wir können entspannt an die Sachen rangehen, da wir einen DLC schon hinter uns haben und nicht daran denken, noch ein weiteres zu machen. Also wenn man dann zu Dorian sagen, er kann das und das tun, dann würden wir jetzt nicht unbedingt, wenn er das wirklich tun würde, einen Gefährten verlieren. Also. Ja, aber er hat ja eigentlich angedeutet, dass er erst gehen will, wenn wir fertig sind mit Korypheus. Das sowieso. Also so lange bleibt er auf jeden Fall. Ich habe darüber nachgedacht, wer die neue Göttliche werden könnte. Und plötzlich ist es mir in den Sinn gekommen. Ist es für die obersten Klerikerinnen denn so abwegig, mich zu unterstützen? Warum sollten sie es nicht tun? Was würdet ihr tun, kannst du ja fragen. Ja. Was würdet ihr tun, wenn ihr die Göttliche wärt? Die Dinge verändern. Ich würde alles verändern. Eure Unterstützung des Magieraufstands war ein guter Anfang. Darauf können wir aufbauen. Keine Zirkel mehr. Die Magier werden frei sein und die Kirche wird sie als Kinder des Erbauers akzeptieren. Tatsächlich wird sie jeden akzeptieren. Elfen, Zwerge, sogar Kunari. Warum sollte man sie ausschließen? Die Kirche lässt zu, dass unsere Unterschiede uns spalten, anstatt uns zu lehren, dass wir alle gleich sind. Tja. Warum nicht? Warum nicht? Ich denke, ihr werdet eine ausgesprochen gute Göttliche. Freut mich, das zu hören. Eure Unterstützung könnte die obersten Klerikerinnen dazu bewegen, zu meinen Gunsten abzustimmen. Ihr müsst wissen, die Kirche war einst ein Leuchtfeuer der Hoffnung für mich. In den Jahren, die ich in der Kirche von Lothering verbrachte, haben wir nie jemanden abgewiesen.
Sie war eine Zuflucht, ein Ort des Friedens. Ich habe die Gegenwart und Liebe des Abaros gespürt, auch als man mir sagte, er habe uns verlassen. Das ist die Kirche, wie ich sie kenne. Und diese Kirche möchte ich der Welt zeigen. Ja, so haben wir sie ja in Oblivion kennengelernt. In Oblivion? Origin. Origin, natürlich. Träumt weiter. Fängt immer beides mit O an. So kenne ich die Kirche nicht, kann ich da eigentlich nur sagen. Ja. Ja? Die Kirche, die ihr beschreibt, unterscheidet sich deutlich von jener, die ich kenne. Klar, aber sie könnte so sein, nicht wahr? Die Kirche hat Vorschriften gemacht, wo sie hätte beflügeln müssen. Sie hat von Bestrafung gesprochen, anstatt von Verständnis. Sie sollte in uns allen das Gute fördern, anstatt uns für unsere Sünden zurechtzuweisen. Niemand sollte von uns abgewiesen werden. Niemand ist ohne Wert. Egal, wer man ist und welche Fehler man hat, man wird geliebt. Bedingungslos. Es möge brennen in deinem Herzen eine unlöschbare Flamme. Nun gut. Ah ja. Sie wird natürlich erheblich radikaler rangehen, wie Cassandra. Ja, und sie wird deswegen auch mehr Feinde haben als Cassandra. Ja. Auf der anderen Seite ist sie natürlich als linke Hand der Göttlichen und unsere Spionagemeisterin ganz gut. Das gilt genauso für Cassandra letztendlich. Ja, ist ja Cassandra eigentlich auch, ja. Wo laufe ich eigentlich hin? Man ist auf jeden Fall radikaler und deswegen wird sie auch viel mehr Schwierigkeiten haben. Ja, sie ist sehr idealistisch und ich frage mich, ob sie die Menschen wirklich so sieht, wie sie sind. Also egal, ob es jetzt Menschen sind, Zwerge, Elfen oder Kunari. Ja. Das ist halt das Problem. Was wir wie ein bisschen anders, sie sieht halt, wie sie sind. Der Mythal-Tempel war außergewöhnlich. Auf all meinen Reisen hätte ich nie zu hoffen gewagt, etwas derartiges zu finden. Was gedenkt ihr mit der Macht der Quelle zu tun, wenn Korypheus tot ist? Eins nach dem anderen. Meine Welt besser. Würden wir ja gerne, aber dazu sind so viele da. Ja. Ich mache alles ungeschehen und das finde ich gar nicht gut. Blödsinn. Ich vertraue auf meine Leute, kannst du sagen? Kann man auch sagen, ja. Ich bin nicht so arrogant zu denken, das wäre allein meine Entscheidung. Egal, was passiert, wir werden es gemeinsam tun. Ihr habt vor, eure Macht zu teilen, um der Versuchung zu widerstehen, sie zu missbrauchen. Ein edler Ansatz, aber schlussendlich ein Fehler. Warum? Ganz einfach. Während eine selbstlose Frau den verderblichen Verlockungen der Macht widerstehen kann, ist es einer Gruppe noch nie gelungen. Seid ihr auch mal ein bisschen idealistisch. Uns wird es gelingen. Ja. Ich vertraue meinen Freunden. Du lässt es immer dagegen. Ich kenne diesen Fehler gut genug, um die Konturen ihres Gesichts aus dem Gedächtnis zu zeichnen. Warum ist euch das so wichtig? Ihr wart nicht das, was ich erwartet hatte, Inquisitor. Ihr habt mich beeindruckt. Ihr dürft eure Macht nicht aus falscher Bescheidenheit jemand anderem überlassen. Es gibt nur wenige Dinge, die bitterer sind, als zu sehen, wie Narren vergeuden, was man selbst unter großen Opfern erreicht hat. Verzeiht mir meine Melancholie. Korypheus hat uns viel abverlangt. Ein solches Schicksal hat der Mythal-Tempel nicht verdient. Die Kugel, die er bei sich trägt und ihre gestohlene Macht, wenigstens sie können wir immer noch retten. Mit etwas Glück wird ein Teil der Vergangenheit weiterleben. Klingt, als würdet ihr gehen. Oder? Ja. Klingt so. Ihr wollt uns verlassen, bevor wir dem Schurken das Handwerk legen? Nein, aber ein später gibt es vielleicht nicht. Es erschien mir weise, mich jetzt zu verabschieden. Na gut. Das klingt schon ein bisschen besser. Wenn auch. Naja. Na, Beric? Hallo, Großer. Also, ich versuche immer noch, das alles zu begreifen. Wir sind zu einer Elfenruine gegangen, damit eine Hexe irgendeine magische Soße trinken und durch einen Spiegel treten konnte.
Und dann sind wir hier gelandet. Habe ich erwähnt, dass diese Scheiße, die euch passiert, völlig verrückt ist? Ich will nicht mehr darüber nachdenken. Reden wir zur Abwechslung mal über etwas Normales? Nö. Gut. Ist nix. Man vergisst es. Ein andermal. Man sieht sich. Naja. Ja. Ja, gehen wir erstmal unten. Und dann machen wir die obere Runde. Tja, jetzt gehen wir dann. Zu Cassandra, oder? Nee. Nein? Blackwall ist hier unten. Ach ja, stimmt. Der ist ja immer wie immer noch im Stall. Hallo, Flisser. Ihr seid es. Euer Gnaden. Ich habe mittlerweile das Fach gewechselt. Aha. Ja, die war vorhin in der Kneipe. Ist sie jetzt irgendwo bei den Pflegern oder was? Ja, keine Ahnung. Sie sagt ja auch nur, sie hat das Fach gewechselt. Der unsichtbare Händler. Ja. Aber ich glaube, im Moment müssen wir nichts kaufen. Nee, ich glaube auch. Jetzt, wo wir so viel Geld haben, es können heißt, wir uns Korypheus alles kaufen. Es heißt, könne Besitz von grauen Wächtern ergreifen. Dann ist es ja vielleicht ganz gut, dass ich kein echter Wächter ja, bin. Ich glaube schon. Das ist äußerst gut. Das ist wirklich sehr gut. Es ist ein Segen. Wächter oder nicht, ich stünde nur ungern auf der anderen Seite eurer Klinge. Wir kämpfen gegen dunkle Brut. Und das Letzte, was wir brauchen können, ist ein grauer Wächter. Schon komisch, wie sich die Dinge entwickeln. Ja. Oh. Da hast du ja Gibt's wohl recht. Gibt's noch irgendwas? Nö. Okay, unterhalten wir uns später. Genau. Nichts im Moment. Vielleicht später. So, dann würde ich sagen, gehen wir die obere Runde und kommen dann durch die Kneipe wieder runter. Mhm. Oben ist ja Kallen und Kohl. Und dann kommen wir zu Sera und dem Bullen runter. Und am Hof steht dann Cassandra. So ist die Runde doch ganz gut. Jetzt muss ich aber glatt gucken. Muss ich jetzt rechts oder links? Ich muss jetzt erstmal links. Ja, ja, ich weiß hier nie, bin ich dazwischen unterwegs. Oder... Ja, ja. Manche lernen es nie. Ich wollte schon sagen, ein bisschen in falsche Richtung gegangen. Irgendwo habe ich schon ab und Kallen. Wenn gleich vor mir nur Dunkelheit liegt, wird das Licht des Erbauers mich leiten. Ich werde nicht verlassen auf den gewundenen Wegen des Jenseits wandern. Denn es gibt keine Dunkelheit im Lichte des Erbauers und keine seiner Schöpfungen wird je verloren gehen. Betet ihr für euch? Für diejenigen, die wir verloren haben. Und für jene, deren Verlust ich fürchte. Deren Verlust ihr fürchtet? Fragezeichen. Ihr fürchtet euch? Natürlich tue ich das. Korypheus hat im Mythal-Tempel Besitz von diesem grauen Wächter ergriffen. Zu was ist er noch fähig? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er zurückschlägt. Wir müssen Kraft schöpfen, wo auch immer wir sie finden. Wenn die Zeit gekommen ist, werdet ihr euch ihm erneut in den Weg stellen müssen. Andraste, stehe mir bei. Ich muss euch ihm entgegenschicken. Ich hab doch Glück. Schließlich haben wir ja sein Geldstück. Das von deinem Bruder vielmehr. Ja, genau. Macht euch keine Sorgen. Ich habe das Glück auf meiner Seite. Erinnert ihr euch? Das ist weit weniger beruhigend, als ich gehofft hatte. Was auch geschieht, ihr werdet zurückkehren. Ja, das hoffe ich doch sehr. Allein die Vorstellung, euch zu verlieren, das darf nicht geschehen. Nee, wird's auch nicht. Natürlich nicht, steht sie im Spiel, wir können wieder laden. Ich wollte gerade sagen, wenn das passiert, laden wir wieder neu. Ja. So. Ach.
Ach, wie schön. Das ist natürlich nicht da, wo wir eigentlich sein wollten. Ja, ja, ich habe Wir wollen aber nicht in den Garten, wir wollen nicht zum Moritz. Immer woanders abladen, wo wir eigentlich hinwollen. Jetzt gehe ich aber dann per Schnellreise. Nein, jetzt wollen wir noch nicht mit Morrigan reden. Na gut, dann gehen wir mal von unten nach oben. Ja, das geht ja auch. Gehen wir erstmal zu Cassandra. Ich bin gespannt, was sie sagt. Mal sehen, wo uns Cassandra dann ablegt. Ja. Hallo, Cassie. Man, ich finde sie auch gut. Wir haben in der Arbor-Wildnis gesiegt. Der Erzdämon hätte eine ernsthafte Gefahr für unsere Armee darstellen können. Doch er flog fort, als sich das Blatt zu unserem Gunsten wendete. Er ist jedoch noch immer dort draußen. Ich frage mich, was Korypheus jetzt plant. Tja, verkriechen wird er sich nicht. Er hat alles verloren, kann man auch nicht sagen. Hat er ja nicht. Nö. Wir werden mit allem fertig, würde ich sagen. Was er uns auch entgegenwirft. Wir werden damit fertig. Ihr solltet Korypheus nicht unterschätzen. Tun wir nicht. Er ist mächtig. Nee. Und ihr müsst ihm noch Auge in Auge gegenübertreten. Aber er wird kommen. Ihr werdet eure Chance erhalten. Mhm. Das scheint euch nicht zu beunruhigen. Ich habe entsetzliche Angst. Aber ich glaube an euch. Vor nicht allzu langer Zeit war all das noch vollkommen undenkbar. Ihr, eine teure Freundin. Und der Sieg zum Greifen nah. Es wird Zeit, darüber nachzudenken, was als nächstes kommt. Ihr werdet die Göttliche wirst du wohl kaum fragen können, wenn du gerade mehr oder weniger Leliana als versprochen hast. Das käme mir jetzt. Was sagt halt ihre Pläne? Und ja, was soll ich sonst sagen? Ja, was soll ich sagen? Nun, ich habe eigene Pläne. Das ist gut. Gesegnet seien die, die dem Verruchten und Gottlosen entgegentreten und nicht weichen. Ihr seid weit gekommen, teure Freundin. Es war mir eine Ehre. Ja, genau so, wie wir das gedacht haben. Abgeladen. Genau so. Und jetzt werden wir mal zu Cole gehen. Vielleicht gehen wir jetzt endlich mal in die Kneipe. Ja, wo sind wir denn jetzt? Hallo, wo bin ich? Na, da bin ich nicht und da vielleicht auch in einer anderen nicht. Etage. Vielleicht findest du dich da. Ach, vielleicht kannst du ja wieder eine Schnellreise machen. Ja, wir gehen Schnellreise wieder runter. Ja. Genau, so. So, da ist Cassandra, da waren wir ja stehen geblieben. Eigentlich können wir jetzt in die Kneipe gehen. Okay, dann gehen wir in die Kneipe. Ja, jetzt gehen wir den Weg. Ist am einfachsten. Genau. Ich werde einige Übungen für Flankenangriffe vorbereiten. Aha, na gut. War ein langer Hallo, Tag. Krem. Hallo, Krem. Hallo, Bulle. Um Korypheus zu erledigen, müssen wir vorher also einfach nur seinen Drachen töten? Das wird ein Kinderspiel. Wir sind gut darin, irgendwelche Drecksviecher zu töten. Nur noch ein weiterer großer Kampf, um diesen Magister-Arsch endgültig zu erledigen. Ich wusste, ihr würdet es hinkriegen, Boss. Naja, der Drache mag... Das wird nicht so einfach. Nicht so einfach, aber machbar. Aber dann müssen wir Korypheus selber noch wegputzen. Es war mir eine Ehre, Bulle. Ach, fangt jetzt nicht so an. Das hier ist kein Abschied. Wir werden diesen Kerl in den Arsch treten. Am besten doppelt. Mhm. Singt ihr mein Lied über Sera, oder? Ja, Seras Lied. Ja. Nee. Doch sie kannte das Volk und sie liebte. Ich danke euch. Und sie wusste, wie sie ihm helfen kann. Sie hat immer gern gesagt, die Vergangenheit ist tot, also nutze den Tag. Sie kämpft, um die zu sein, die sie ist. Eine Schuld, die das Schicksal verlacht.
Sie hat immer gern gesagt, die Vergangenheit ist tot, also nutze den Tag. Sie kämpft, um die zu sein, die sie ist. Haben wir noch gar nicht gehört? Doch, ich habe immer mal reingehört. Ich habe es noch nie so genau angehört. Aber ich habe es noch nie so nie bewusst mitgekriegt. Na du? Tut mir leid. Nein, wartet. Tut's mir nicht. Das war ein echter Brüller, was? Als der olle Abelas im Tempel von Mythal sagte, die Elfen wären nicht von Tevinter vernichtet worden. Mein bitteres Eingeständnis war das. Dieses Eingeständnis ist ihm sicher nicht leicht gefallen. Natürlich nicht. Schließlich suhlen sich die Jammerelfen in ihrer Rolle als die großen Verlierer der Geschichte. Ich kann's schon nicht mehr hören. Als wären sie besser als ich, nur weil sie traurig sind. Dabei sind sie gar keine Opfer, sondern dasselbe wie alle anderen. Arschlöcher. Und dann taucht auch noch ein riesiger alter Tempel voller Dämonenverehrungslügen auf. Köstlich. Da bin ich nicht so sicher, dass das eine Lüge war. Aber bitte. Du kannst ja mal fragen, Dämonenverehrung. Ihr scheint euch ja recht sicher zu sein. Ist auch okay. Glaubt ihr denn gar nichts, was mit Mythal zu tun hat? Natürlich nicht. Soll ich den ganzen Mist etwa glauben, nur weil er von Elfen stammt? Klar, der Tempel war beeindruckend und alles. So gesehen ist es ziemlich dämlich, von den Delisch in den Wäldern zu hausen. Aber was ändert das? Es kann nicht eine Horde Götter und den Erbauer geben. Egal wie viel oder wenig man glaubt, das passt einfach nicht zusammen. Haltet mich meinetwegen für blöd, aber ich glaube nicht an diesen ganzen Hokuspokus. Der Tempel von Mythal ist eine Ruine voller Dämonen. Ich meine, das macht doch Sinn, oder? Und wenn doch etwas wahr ist, liebe Vera? Ja. Der Tempel hat eine so lange Geschichte. Was, wenn ein Teil davon tatsächlich wahr ist? Nein, jetzt seid ihr albern. Das könnt ihr unmöglich glauben. Das ist doch Unsinn. Aber alles, was wir gesehen haben. Warum sollte ich es glauben? Weil Abelas merkwürdig aussah? Wenn das reicht, ist Korifunkel ein verfluchter Quell der Wahrheit. Ihr seid nicht mal eine Elfin. Warum benehmt ihr euch so verdammt elfisch? Ihr seid der beschissene Herold Andrastes. Aber jedes Mal, wenn ihr den Mund aufmacht, kommt nichts als Unsinn raus. Oh, Sera. Die Leute müssen erfahren, was das heißen könnte. Nein, müssen sie nicht. In 1000 Meilen Entfernung werden sie nur hören, dass ihr gewonnen habt. Was ihr vor euch hinbrabbelt, interessiert kein Schwein. Und mich auch nicht. Findet euch damit ab. Na gut. Na gut, wie du meinst. Wir sammeln nur Ablehnung. Solas und Sera auf jeden Fall. Ja, nein, wenigstens nicht. Oh oh. Tja, ich hätte gehört, dass Sera leicht wäre. Weil Sera ist, hat einfach Angst, den Boden oder den Füßen zu verlieren. Ihr habt vermutlich recht. Ich hoffe, das bleibt nicht an mir hängen. Na cool. Hä? Wer weiß. Ich danke euch. Korypheus starb. Und dann wieder nicht. Deshalb hat er sich immer falsch angefühlt. So, als würde er nicht in sich selbst hineinpassen. Er trägt das Leben eines anderen. Ich dachte, der Tod sei endgültig. Das habe ich auch gedacht. Ziemlich verwirrend, ne? Es fällt uns allen schwer, meistens das zu begreifen. Korypheus setzt uralte Magie ein. Aber ist er es? Ist er real? Wenn ein Mann tot sein kann und dann wieder nicht... Hätte ich den echten Cole vielleicht retten können? Was mit ihm geschehen ist, war nicht eure Schuld. Seine Hände waren blutig von all den Schlägen gegen die Wand. Es war dunkel wie in dem Schrank, in dem er sich vor seinem Vater versteckt hatte. Sein Bauch war ein einziger Schmerz, seine Kehle trocken und rissig. Er war allein. Ich kam hindurch und hielt seine Hand. Mehr konnte ich nicht tun. Er sagte, danke. Danke. Nun gut, wenigstens ist Kohl nicht böse mit uns. Hilfe!
Ja. Nicht ganz ungefährlich, ja? Gestern stand sie vorm Abgrund. Heute ist sie schon. Okay, weiter. Kohl war der Letzte, mit dem wir gesprochen haben, also sprechen mussten. Ja. Und auch jetzt gesprochen haben. Und wir werden dann in der nächsten Folge mit dem Endkampf weitermachen. Ja, wohl angehen müssen. So wird es sein, ganz genau. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.